Hier geht's sofort wieder los, oder wie? Ist einfach der ganze Server schon von Banditen überrannt worden? Komme ich zu spät? Oh, ich habe einen Cowboy-Hut gefunden. Da gehe ich erstmal, den rüste ich direkt aus. Ja, jetzt bin ich... Ich bin zwar ein nackter Cowboy, aber jetzt bin ich ein richtiger Cowboy. Das ist die Bar. Also das ist wirklich, so stelle ich mir so ein Online-Western-Spiel vor. Hier blüht einfach, hier kann man zumindest, kann man Gläser abknallen. Was ist hier noch? Ist das so eine Wasserpumpe? Du hast Wasser getrunken. Ich habe zumindest schon mal die ganzen Sachen, die habe ich wirklich on point drauf. Ich habe mir das Wasser reingeballert. Sag mal, das war doch nicht mehr, also zumindest gerade als ich drauf geschaut habe. Ich habe den Code für das Spiel bekommen, als es noch im Early Access war. Aber das sollte doch, also es ist eigentlich fertig. Hier liegt auch Charles Blest, der Stadtbewohner. Der Bandit hat hier alle umgebracht. Aber deswegen kann ich einfach alle plündern. Es ist nicht mehr belebt hier in der Stadt. Ich habe noch also andere Spieler schon 8-mal nicht getroffen. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Spielerliste? Ich wurde angeschossen. Ist das schon wieder ein Bandit? Oder feuert der Auktionär einfach nur hier auf mich drauf? Aus irgendeinem Grund. Ach nee, da steht schon wieder irgendwas drin. Ein Plünderer. Ich muss aber leider erstmal eine Waffe nachladen. Ich kümmere mich darum, dass diese Stadt hier, dass dieser Server wieder sauber wird. Die Schüsse sind auch wirklich einfach richtig nice. Ich muss nachladen. Wartest du kurz auf mich, lieber Plünderer? Plünderer! Usch! Usch! Oh! Oh! Anstrengend! Oh, hier. Das ist die Action, die ich mir gewünscht habe. Gunfights, wie sie im Bilderbuch stehen. Ich verhindere den größten Banditen. Das ist ein Banditenüberfall auf den ganzen Server. Die Banditen haben alle Spieler vertrieben. Alle Spieler sind einfach weg. Weil mir zu viel abgeht. Wow. Genauso klingt eine Pistole, wenn man sie abfeuert. Vor allem im Wilden Westen. Damals, als das noch richtig roughe Revolver waren, genauso klang die. Super leise. Als wären die gesilenced. So, das ist mein Server jetzt. Der Server läuft gerade höchstwahrscheinlich auch nur... Guck mal, ich finde richtig auch Kleidung. Ich ziehe die Leute einfach aus. Und dann kann ich mich hier richtig mal ankleiden. Kann ich mir richtig was anziehen. Eine Hose auch, eine neue. Habe ich dich auch schon geplündert? Nee, eben noch nicht. Hier ist sogar eine richtige Muskete drin. Hello? Ich bin komplett lonely. Ich bin komplett allein hier. Das ist eigentlich auch fast immer so ein bisschen traurig. Jetzt laufen da gerade zwei Server. Und so trashig, dass sie natürlich... an der einen oder anderen Stelle sein mag. Hier ist ja Arbeit reingeflossen. Wenn auch vielleicht nicht an den richtigen Ecken und Enden, aber vielleicht war das Entwicklerteam zu klein. Vielleicht gab es Zeitdruck. Vielleicht hat es einfach nicht gepasst, aus was für Gründen auch immer. Und jetzt laufen diese zwei Server hier alleine herum und ich bin der einzige Cowboy, der hier diesem NPC, diesem Auktionär... Das ist Westworld! Das ist quasi wie Westworld, nur dass ich die einzige Person bin, die hier rumrennt. Hier kann ich jetzt Waren verkaufen und kaufen. Die Musik ist auch... Also das Spiel spielt diese Musik übrigens gerade selbst ein. Die da im Hintergrund läuft. Es ist nicht so, als hätte ich hier irgendwie traurige Musik drunter gelegt. Das Spiel hat sich dafür entschieden, dass es jetzt gerade am passenden wäre. Am passendsten wäre, wenn traurige, wirklich traurige Klavierklänge im Hintergrund vor sich hin flöten. Ich habe die Stadt von Banditen befreit. Die Stadt ist wieder sauber. Ich habe mein Bestes gegeben in dem Punkt. Und ich würde gerne mit ein paar anderen Cowboys hier herumrennen. Auf Pferden. Na, herumruckeln ist vielleicht der bessere Ausdruck. Und zeigen, dass in dieser Stadt noch Gutes steckt. Hier ist sogar ein Pferd, das ich nehmen kann. Es ist alles für mich da. Als hätte dieses Spiel nur darauf gewartet. Hier ist eigentlich... Ist das der richtige Saloon? Nee, das ist Guns and Ammo. Wieso sieht das hier alles wirklich so aus, als wäre ich über... Das Grusige an der Sache ist ja... Wenn das jetzt ein Singleplayer-Spiel wäre, dann würde ich sagen, okay. Aber ich bin hier einfach auf so einem völlig verlassenen Server. Alles ist grau und braun. Nirgends ist irgendwer. Sie hätten das Ganze jetzt zumindest mit, hier ist wieder ein Bandit, mit NPCs füllen können oder so. Ich nehme mal direkt mein Gewehr. Dafür habe ich leider keine Munition.
Also muss ich doch beim Revolver bleiben. Direkter Kopfschuss. Ich befreie das hier alles. Das ist eine super spooky Erfahrung. Das ist so eine richtige... Das ist ein Gesetzloser. Da steht einfach ein Gesetzloser. Das ist eine richtig... Leute, was ist das eigentlich für eine creepy Erfahrung? Also ich komme hier rein, die ganze Stadt ist voller Banditen. Es ist absolut wie so eine eingenommene Geisterstadt, die nur darauf gewartet hat, dass irgendjemand nochmal den Server joint und diese Stadt hier befreit. Wenn das jetzt Virtual Reality wäre, wäre das super Stoff für eine Creepypasta. Oh! Ey, also, so an sich, wenn das jetzt technisch nicht so komplett nebendran wäre und du ein paar Freunde mit dabei hättest, es ist nicht so, als macht es gerade gar keinen Spaß. So mit diesen Waffen finden und dieses Cowboy-Feeling, ist hier oben vielleicht nochmal irgendjemand in den liebevoll eingerichteten Schlafkajüten. Ich will das wissen, wenn sich hier in meiner Stadt noch... Und hier hat, guck mal, hier hat jemand irgendwas hinterlassen. So einen alten Hut, Tauschhändler. Sitzt hier smart rum. Don't try anything. Und sogar mal Sprache. Aber auch das Shop-System scheint down zu sein. Ich würde schon sagen, nach Recht des Wilden Westens, weil sich hier niemand mehr befindet, bin ich jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit schon der Sheriff und auch Inhaber dieser Stadt. Hello? Is anybody out there? Ich bin so unfassbar alone auf diesem Server. Unfassbar alone. Ich bin jetzt auf dem Pferd, dafür sind auch die Stiefel wichtig. Das funktioniert auch, man kann auch rumreiten. Und somit kann ich das jetzt hier alles mal ein bisschen noch schneller. So ein bisschen erkunden. Zu meiner alten Todesstätte reiten, die 500 Meter entfernt sich befindet. Ich denke mal, das ist das Symbol, dass ich da zuletzt gestorben bin. Und das ist dann... Ist dann da eine andere Stadt, die vielleicht auch von Banditen völlig ausgeraubt wurde? Das sieht nämlich zumindest so aus. Weil ich habe ja auch da Schüsse gehört. Das wäre ja eigentlich ein interessantes Konzept gewesen. Dass wenn Spieler den Server vernachlässigen, dass dann Banditen einfach die kompletten Städte raiden, weil keine Spieler mehr da sind, um sie aufzuhalten. Und deswegen ist ja alles den Bach runtergegangen. Die Spieler sind schuld. Ja, da wird auch schon wieder geschossen. Aber nicht mit mir. Cowboy Kedos kommt angeritten. Und auch die Stadt hier werde ich befreien. Das sind sogar Bäume in der City. Da liegt auch mein toter, nackter Körper rum. Vor allem richtig geballert. So, okay.